activos del día de hoy. Desde que rama de información de seguridad, no podrá cambiar de manera en la entrada de cámaras no tendría. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Frank Buschmann und Manny Breukmann an den Mikrofon. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Stark gemacht. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Sanchez. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das sieht gut aus. Klasse Abwehrleistung. So sieht ein Pass aus. Herrliche Flanke. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Die Flanke bringt nicht den gewünschten Erfolg. Ja, ja, so geht's auch. Ja, tolle Chance. Und jetzt bleiben sie doch noch hängen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse, der könnte passen. Oh, da ist noch alles drin. Sicher in der Ballbehandlung. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Die Chance. Klasse geklärt, ganz toll. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Mein lieber Mann, aus der Distanz abzuziehen, da brauchst du Optimismus. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und das macht er richtig gut. Sanchez. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Ein Versuch der Balleroberung. Kruse. Da freut sich der Trainer. Ein sehr schöner Pass. Und die Abwehr aufmerksam. Und nun Arturo Vidal. Sanchez. Ja, da kommt was auf uns zu. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ein wunderschönes Zuspiel. Sehr schön, aber jetzt muss das Ding nach vorne. Kruse. Und der kommt genau an. Jawohl, abgefangen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ja, das könnte was werden. Toll gemacht.
Sanchez. Er bleibt in Ballbesitz und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das hat er stark und per Kopf. Und der Ball prallt vom Pfosten zurück ins Feld. Toller Pass. Und nun Arturo Vidal. Brescian. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Null zu null, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Diese beiden Mannschaften, das wurde in den ersten 45 Minuten sehr klar, die spielen absolut auf Augenhöhe. Und was auch deutlich geworden ist, Manni, hier will keiner den ersten groben Patzer abliefern, da ist auch viel Vorsicht dabei. Die Karten werden nochmal neu gemischt, es gibt jede Menge Auswechslungen. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Brescian. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, so kann es weitergehen. Stark gemacht. Den hat er soeben klären können. Das ist die Vorteilsregel, es geht weiter. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Sie führen sofort aus. Ein Traumpass. Und jetzt haben sie die Chance. So stoppt man einen gegnerischen Angriff. Und jetzt stoppt. Das muss es sein. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Achtung. Ein schneller, ein wunderbarer, direkt vorgetragener Konter und doch kein Tor. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, dann musst du den auch machen, wenn du das Ding so spielst. Brescian. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Brescian. Und der Steilpass, er kommt nicht an. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Sanchez. Das sieht gut aus. Das ist es. Und der Angriff ist erstmal gestoppt. Sie wollen ein Zeichen setzen. Mit dem Unentschieden sind sie unzufrieden. Sie wollen hier in Führung gehen. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Hand, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Auch so kann man sich befreien. Findet er die Lücke in der Mitte? Gute Ballannahme. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Die Flanke kommt gut. Mit dem Kopf. Das spürt man sofort. Das Unentschieden reicht ihnen nicht.
auch unter Druck, absolut ballsicher. So sieht ein Pass aus. Und die Situation ist bereinigt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Brichard. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Den haben sie gut eingestielt, den Konter. Aber perdu. Und nun Arturo Vidal. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Sicher in der Ballbehandlung. Per Kopfball. Tolle Flanke. Versucht's mit dem Kopf. Und jetzt haben sie's. Das Tor. Das schockt den Favoriten. Und das bringt die Kleinen ganz nach oben mit etwas Glück. Und ich glaube, diese Situation sorgt für ein irres Fußballspiel hier. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt. Aber der Kopf gehört auch dazu. Jetzt endlich mal was Zählbares in dieser Partie. Das hat bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Und nun Arturo Vidal. Und das macht er richtig gut. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Toll, wie er das macht und... Ja, tolle Chance. Wieder. Ja, das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Unfassbar gute Gelegenheit. Mann, Mann, Mann. Seine Mannschaft hat hier klasse gespielt. Das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen. Jetzt muss sich die Lücke auftun. Brichard. Schöner Pass. Jetzt zieht er ab. Und Tor, und Tor, und Tor. Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Toreschießen. Ja, und das ist, das sehen wir hier nochmal ganz deutlich, eine Zweiklassengeschichte heute hier, dieses Fußballspiel. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Unhaltbar. Super. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Flanke wie aus dem Leer. Und er versucht es mit dem Kopf. Unglaubliches Tor. Sie sind nur ein Tor hinten. Es ist noch nicht vorbei. Nee, das wird noch mal eine ganz enge Kiste. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt. Im richtigen Moment hochgestiegen. Genau platziert. Ein Traumtor. Ja, ja, so geht's auch. Das ist ganz energisch, wie die Abwehr sich hier präsentiert. Sie verhindert auf diese Art und Weise das Schlimmste.
Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Jetzt wird gewechselt. Sanchez. Das ist gefährlich. Sie kommen einfach nicht durch. Auch nicht mit den allerfeinsten Zuckerpässchen. Achtung, jetzt haben Sie nochmal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Und wieder ein Fußballspiel vorbei. Der Schlusspfiff des Unparteiischen beendet die Partie.